Pass auf, dass du nicht da stehst. Dass dich nicht da stehst. Na, da stehst. Weißt du, was das heißt? Stolpern? Stolpern. Pass auf, meine Oma hat das immer gesagt. Pass auf, dass du nicht da stehst. Da wäre ich schon fünfmal drüber geflogen, weil ich nicht wüsste, was sie hätte sagen wollen. Ich bin da so aufgewachsen, ich habe das gleich gecheckt, wie das natürlich. Was ist das dann für ein Dialekt? Das ist voll Gas niederösterreichisch. So richtig. Wird das noch gesprochen? Ja, also es ist noch nicht. Also von dir meine ich. In Bayern. Es gibt tatsächlich Franken, noch ein paar Menschen, die so sprechen. Aber weil wir gerade so bei so viel Freude sind, ja. Erzähl doch mal, was heute. Du hast gesagt, ich soll das Intro machen, das mache ich jetzt. Jetzt guckst du mich mit großen Augen an. Erzähl doch mal. Ja, was. Was uns heute Schönes. Ich muss jetzt das irgendwie eingrenzen, damit du jetzt nicht so viel erzählst, was heute alles los war. Ja, bitte. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Also, ich war vor 12 Jahren in einer schneebedeckten Nacht. Nein, also ich mach's kürzer. 6 Stunden. Also, heute war ein ganz toller Tag, weil erstens haben wir gestern den Milo abgeholt. Hast du das gewusst? Dass ich aus. Nein, ehrlich? Ja. Und so ein Wuffi-Hund, der ist 8 Wochen alt und so süß. Und in unserer Mindshift. Ich erzähl gleich was zum Thema süß. Gibt es in unserer Mindshift-Facebook-Gruppe, posten wir auch immer Bilder, die es sonst nirgendwo gibt. Nur in der Gruppe. Zum Beispiel, wo du mit den Kindern und der Milo mittendrin Freeletics am Abend machst und richtig gekeucht habt. Ehrlich, das war eigentlich der einfachste Tag von den letzten 8. Ja, ehrlich. Ja, die Kinder haben gefragt, ihr seid schon fertig? Aber es stimmt eigentlich, wollten sie weitermachen. Erzähl mal, ihr macht's jeden Tag. Ja, wir können auch noch ein bisschen um den heißen Brei rumreden, klar. Also, wir machen jeden Abend Freeletics, also an fünf Tagen in der Woche. Und wir haben eine Vereinbarung uns gegeben, dass wir daran teilnehmen. Alle Kinder, also ich habe ja die Anna, ich kann leider nicht mitmachen. Obwohl du auch schon mitgemacht hast. Ja, ich war schon mitgemacht mit der Anna. Hey, das war echt lustig. Aber wir könnten doch, fällt mir gerade ein, wenn irgendjemand aus der Mindshift-Community Bock drauf hat, könnten wir sich doch vernetzen und mitmachen, weißt du? Weil ihr macht es ja jeden Abend zwischen 18 und 19 Uhr, die Kinder und du. Und wir könnten ein Livestreaming machen und dann könnte man uns anfeuern. Das wäre nett. Ich mach's Livestream. Es war nur ein Spaß. Es war nur ein Spaß. Wiederhole das, Schatz. Okay, es war nur ein Spaß. Aber ich finde es so toll, dass der Kleine, also der 5-Jährige, der Ben macht toll mit. Die Johanna, die ist 10, der Anton ist jetzt 13 und die Vanessa ist 19 und die sind total committed. Weil es war ja kein. Ach schon, ein kleines Maus, das war lieb. Entschuldigung, so feminin. Diese Folge wird jetzt etwas länger dauern, weil wir sind im Wald und hier können mehrere Tiere uns begegnen. Nicht mehr, sonst bekommen wir wieder eine Nachricht, dass das doch höchst anstrengend ist, wenn ich die Tiere immer kommentiere. Kurze Frage an die Zuhörer. Wisst ihr noch, was die Katie erzählen wollte? Okay, ich weiß. Also, die erste Freude war natürlich der Milo. Die zweite war total, dass ich Anna heute vor 6 Monaten geboren ist. Und wir haben jetzt gerade am Weg darüber gesprochen, wie toll die Geburt war und wie kraftvoll und wie schön und wie unfassbar tragend das Ganze war. Aber da darf ich mich ja jetzt nicht lang drüber unterhalten, weil, Schatzi, du magst ja, dass ich auf den Punkt komme. Also das dritte war heute, wir haben eine Sprachnachricht bekommen. Eigentlich du. Auf WhatsApp. Mhm. Auf dein Handy. An uns beide gerichtet. An uns beide. Die blenden wir jetzt ein. Das musst du dann reinschneiden.
Können wir das machen? Ich werde auch nicht schneiden, aber wie sollen es die Leute sonst wissen? Woher soll die Jessie wissen, wann das jetzt reingeschnitten wird? Jetzt. Also jetzt, währenddessen, wenn während wir sage, reden? Jetzt. So, und jetzt hören das die Menschen, ne? Du brauchst da nichts mehr sagen. Und also, dann rede ich weiter. Wir machen das. Alles das, was wir jetzt sagen, wird dir dann auch gehört, weil wir schneiden ja nicht. Okay, ja. Also, wir sagen jetzt einfach zusammen, Audiospur ab, okay? Also auf okay. drei. Eins, zwei, drei. Audiospur ab. Hallo Katharina und hallo Norman. Ich bin eine total begeisterte Podcast-Hörerin eurer beiden Podcasts, Markenrebell und auch Mein Schiff Podcast. Und ich wollte euch zum einen sagen, wie großartig ich das finde, dass ihr diesen wahnsinnigen Content mit uns, mit den Hörern quasi teilt. Und da auch wirklich ja sehr viel Einblick in eure Persönlichkeit gibt, gerade im Mindshift-Podcast. Und in einer der letzten Folgen, die ich gehört hatte, habe ich mitbekommen, dass ihr einen Hundewelpen bekommen werdet, was ich großartig finde. Ich habe nämlich selber auch einen Hund und einige Pferde. Ich liebe Tiere über alles. Und da kam mir auf einmal die Idee, euch für das, was ihr gebt, einfach mal was zurückzugeben. Und zwar bin ich nebenberufliche Tierfotografin. Mein Traum ist, irgendwann mal das auch hauptberuflich zu machen. Und ich würde euch gerne, wenn ihr Interesse habt, natürlich nur ein Shooting mit eurer Familie und mit eurem Hund schenken. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Interesse daran habt, schaut doch einfach mal auf meiner Website vorbei, www.silke-garding.de. Gerne auch auf Instagram, da sind immer die neuesten Shooting-Ergebnisse, die neuesten Bilder. Schaut einfach mal, ob euch mein Stil gefällt und ob ihr vielleicht Interesse daran habt, einfach tolle, schöne Bilder von eurem neuen Familienmitglied und vielleicht auch mit der Familie zusammen zu bekommen. Das ist, ja, das wäre total schön für mich, wenn ich euch etwas zurückgeben könnte für das, was ihr teilt und was ihr gebt mit euren Podcasts. Ich finde das wirklich großartig und sag nochmal tausend Dank dafür. Ich höre stundenlang jeden Tag Podcasts, weil ich so viel im Auto sitze. Ich nutze mein Auto wirklich als rollende Universität. Und ich finde es einfach großartig, dass es Menschen wie euch gibt, die so viel mit anderen Menschen teilen und so viel wertvollen Inhalt. Und dafür möchte ich einfach was zurückgeben. Ich schicke euch jetzt gleich nochmal den Link zu meiner Website und wie gesagt, gerne auch mal bei Instagram reinschauen. Wenn euch die Bilder gefallen, wenn euch mein Stil gefällt, meldet euch. Dann finden wir da mit Sicherheit einen Termin, wo ich mal schöne Bilder von euch und eurem neuen Familienzuwachs machen kann. Bis dann. Ciao. Jetzt hat man's gehört. Ja. Ist das toll, bitte? Das Coole ist, ich habe an diesem Tag, also heute, früh dran gedacht, es wäre so schön, wenn wir ein Fotoshooting mit dem Milo machen könnten und mit der Anna und mit den ganzen Kindern. Und dann meldet sich die Silke und bietet uns das an. Und zwar so auf eine so tolle und positive Art und Weise, dass wir uns riesig darüber gefreut haben, weil es ging vor allen Dingen, das Erste, was ich gesagt habe, war, schau Norman, das ist eine Geberin. Und mit einer Geberin bin ich sehr, sehr gern in Kontakt und ihr mache ich auch zu Hause die privaten Türen auf, weil Gebermenschen sind selten ausschließlich Nehmermenschen. Mhm. Magst du noch was sagen? Ja, ich finde es auch total schön. Ich habe mich total gefreut, weil das ist ja auch der Grund, warum wir hier um diesen See performen. Also einmal, um natürlich die Sachen auch so ein bisschen zu konservieren. Also ich finde diese Dokumentation einfach toll. Weißt du, also unsere Gespräche, die ja während des Podcasts oft entstehen. Wir sprechen ja nichts nach, was wir schon vorher gesprochen haben. Vielleicht gab es vorher mal einen Impuls, aber das wirkliche Gespräch, ich höre mir das dann auch von Zeit zu Zeit auch nochmal an. Finde ich super cool. Vor allem, wenn du voll genervt von mir bist, stimmt's, Schatz? Dann hast du schon einmal gemacht. Nee, dann höre ich einen anderen Podcast. beste Freundinnen. Das sind echt? Zwei Männer, ja? Ehrlich? Ja, das ist ein Männer-Podcast. Und den hörst du? Ja, wir packen den Link in die Shownotes. Sehr witzig. Mhm. Oh, pass auf, aber du hast mir schon einmal erzählt. Ach, was ich noch sagen wollte. Du warst, was du eigentlich nie bist, aber
aber da warst du es, hast du dann einen Podcast zwischen uns angehört, wo du so lachen musstest und dann dich total gefreut hast. Oh ja, das ist ein richtiger Lifehack. Mhm. Also wenn man mit dem Partner oder der Partnerin gerade irgendwie mal so eine Spannung hat, aber liegt nie am anderen. Oh nein. aber egal wie, also ja egal an wen es liegt, dann irgendwie irgendwann mal eine lustige Podcast-Folge aufnehmen und die dann anhören. Ja. Also ich lege mich dann regelmäßig auf den Tisch und lach mich tot. Was und dann, hast du da regelmäßig? Bist du regelmäßig von mir angenervt? Ja, ich bin, bevor das die Jessie gemacht hat, der das Ding schneidet. Ach so. Und deswegen liege ich ja ständig am Tisch, wenn ich das auch anhöre. Ich muss dann halt auch schmunzeln. Also ich finde das halt... Das ist doch eine richtig coole Kurve. Ja. Also das ist ja uns auch wichtig, dass wir hier nicht nur trockenen Content hier produzieren, der natürlich helfen soll, aber auch so ein bisschen Unterhaltung. Wir wollen ja auch Spaß dran haben. Ja, also ich, das ist ja real. Also wir sind ja so ein bisschen... In jedem Fall, Silke, vielen, vielen Dank. Und ich möchte jetzt noch was ganz, 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 ganz Wichtiges sagen. Weil es mir so geht in den letzten Jahren, dass immer mal wieder eine E-Mail kommt oder eine Facebook-Nachricht. Ich weiß auch nicht, ob ihr diese Messenger-Nachrichten kommt von diesen... Mir nervt's, Schatz, darf ich sagen? Ich sag so, bescheuerten Body-Challenges. Ja, da habe ich hochschwanger war ich, ja, wirklich hochschwanger. Ich habe mich nicht einmal von einer Seite auf die andere gescheit drehen können. Kriege ich Nachrichten, hey, ich habe dein Profil angeschaut. Du siehst so aus, als würdest du dich total für Fitness interessieren. Du hast sicher Lust, bei einer Body-Challenge mitzumachen. Und ich mir dachte, warum kriege ich solche E-Mails nicht? Ja, du hast es nicht. Ich unfassbar viele dieser Messenger-Nachrichten, Messenger-Bot, was ist das, so automatische? Mhm. Furchtbar finde ich das. Vor allen Dingen haben wir gedacht, hast du dir mein Profil angeschaut? Ich bin gerade richtig cool rund. Mhm. Ich habe überhaupt keinen Kopf für Body-Challenges. Aber diese Menschen möchten immer etwas von einem. Aber den brauchst du nicht schreiben, Schatz. Nicht, da schreib das ich nicht. Erinnert mich immer an... Am Anfang habe ich es gemacht. Ich weiß. Ich habe gesagt, danke fürs Mitteilen. Ich habe kein Interesse. Dann kam die Antwort, warum denn nicht? Ich hab letztens echt eine tragische Story gelesen. Da hat ein Opa einen Nervenzusammenbruch. Weil der hatte irgendwie am Tag dann 300 oder mehr E-Mails bekommen und hat quasi sich immer bedankt bei den Adressaten, und das war ein E-Mail-Newsletter. Also der hat gesagt, hey, das ist total nett, dass ich diese E-Mail von euch bekomme, aber ich habe irgendwie leider überhaupt kein Interesse an diesem Laufband. Ich bin 92 Jahre und ich schaffe das nicht mehr. Das ist eine wahre Geschichte. Der tat mir so leid. Hat der angefangen, E-Mails zu beantworten, und erst im Krankenhaus mit dem Nervenzusammenbruch haben die rausgefunden, was ihm so stresst. Ja, also ja, dass er die so E-Mail-Newsletter beantwortet. Aber ganz ehrlich, das nette Menschen machen das natürlich. Ich kenne das auch, man will antworten. Aber es geht einfach nicht mehr auf jeden Blödsinn. In jedem Fall komme ich zurück zum Punkt. Ich fand das so schön und so wertvoll und toll, dass wir unsere Tür aufgemacht haben, weil uns jemand etwas gegeben hat und uns wertgeschätzt hat. Und das ist eine goldene Regel fürs Leben. Wann immer man gibt, kommt's tausendfach zurück. Das ist wirklich wichtig, weil die Menschen denken hauptsächlich sehr in ihrem Egozentrismus, sagen wir das mal so, und sagen, okay, was, von wem kann ich was bekommen? Das lernt man auch bei ganz vielen so Erfolgsseminaren. Schau dir deine Liste an, schreib dir die 100 Menschen auf, von denen du vorstellen kannst, mit denen möchte ich zusammen sein, weil die haben, was ich möchte. Mit denen möchte ich Kontakt, weil die haben etwas, was ich brauche. Aber ich würde einen Appell machen, schreib dir mal 100 Menschen auf oder 10 lange auch, denen du etwas geben kannst. Also in die du dich investieren möchtest, sei es durch Zeit, durch Wissen, durch Geld, durch Aufmerksamkeit, durch ein Lächeln. Und ein universelles Gesetz wird immer dafür sorgen, dass wenn du in den Topf hineinwirfst, kommen, also einen Gulden kommen 10 zurück. Das ist wirklich es klingt so ein einfaches Prinzip, aber nur ganz wenige leben wirklich danach. Und ich habe eins gelernt, ich habe
ganz, ganz vielen Menschen sehr, sehr viel weitergeholfen und gegeben. Einfach so. Ich wollte, also einfach aus dem Bauchgefühl raus. Und es kam Jahre später oft, weißt du, so viel Schönes zurück. Und das ist sowas Kostbares und Wertvolles. Und ich fand das richtig toll, was Silke da gemacht hat. Mhm. Das ist interessant, weil ich hatte heute ein Podcast-Interview mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer. Und der hält Vorträge. Und der hat gesagt, er hat einen Vortrag gehalten vor ein paar Monaten und in einem Publikum saßen Hartz-IV-Empfänger. Und er hat gesagt, dass die Frage, die ihm gestellt wurde, war, was kannst du uns geben, damit sich unser Leben verändert? Und er hat gesagt, oder er hat das Angebot gemacht, die Frage zu verändern. Und hat gesagt, was haltet ihr denn von der Frage, was kann ich euch geben, damit ihr zum Geber werdet? Also damit ihr der Gesellschaft was zurückgeben könnt. Ja, also er wollte mir damit einfach, und darauf haben wir dann so ein bisschen performt auf der Idee, er wollte mir damit einfach sagen, dass das, was sehr erfolgreiche Menschen eint, ist die Frage, was, also nicht alle erfolgreichen Menschen, aber viele erfolgreiche Menschen, eint ist die Frage, die sie sich stellen und sagen, was kann ich der Gesellschaft geben? Und dieser Unternehmer, von dem ich gerade spreche, der muss eigentlich nicht mehr arbeiten. Also der hat einen richtig guten Deal gemacht in seinem Leben. Und der hat dann irgendwann gesagt, ich will aus dieser Tretmühle aussteigen und will mir irgendeine Aufgabe suchen, mit der ich Menschen was zurückgeben kann. Die Folge kommt im Markenrebell. Die morgen. Muss ich mir auch anhören. Morgen? Dann können wir sie in die. Was ist morgen? Dienstag. Mittwoch. Dienstag. Übermorgen. Morgen kommt der Mindshift. Korrekt. Dieser Mindshift hier. Aber es wäre spannend. Ich höre mir die Folge an, weil du hast heute sehr begeistert von ihm erzählt. Ja, ich finde es einfach einen sehr schönen Austausch auch mal zu sehen, wie jemand so durch, ich meine, was hätte der machen können? Der hätte sagen können, pass mal auf, ich gehe in den Aufsichtsrat meiner Firma, ja, kaufe mir irgendwo eine Yacht. Ja. Und schreibt vielleicht noch ein paar Bücher oder so. Mhm. Ja, und dann war's das. Der ist 50, 51, so in dem Dreh. Und hat aber nach der Aufgabe gesucht, um was geben zu können. Und das finde ich einfach so einen tollen Gedanke. Er sagt zum Beispiel auch in einem Interview, dass dieses, dass das Geld niemals im Fokus stehen darf. Egal wie gut oder wie schlecht es dir geht. Weil das einfach so ein, sag ich mal, Abfallprodukt ist, was sowieso kommen wird, ja, wenn du dein Mindset veränderst, wenn du, und darum ging es heute in dem Video, also das ganze Thema Mindset, innere Einstellung, Persönlichkeitsentwicklung, und er hat da verschiedene Methodiken aus dem NLP und geht dann in Firmen und hält dann Vorträge. Aber das fand ich einen sehr schönen Gedanken. Hat irgendwie zu dem ganzen Tag auch gepasst, ne? Also zu dem Feedback von Silke und dann dieses Interview. Ist es im Grunde dieses in Demut sein und der Welt einfach was zurückgeben wollen. Naja, es ist so, dass das ja in diversen Zyklen verläuft. Also wenn wir die ersten, sagen wir, drei Lebenssiebtel, ja, also bis 21, sind wir ja eher in diesem Modus, wo wir aufnehmen. Ich sage jetzt nicht nehmen, sondern aufnehmen. Mhm. Und dann kommt der Modi, wo wir sagen, okay, jetzt investiere ich mich aber in die ersten Grundbedürfnisse. Also ich sorge dafür, dass ich Sicherheit habe, ein Dach über dem Kopf, Geld verdiene, einen sicheren Job habe. Dann kommt der Gedanke, oh, ich möchte mich für mein weiteres Grundbedürfnis Liebe und Verbindung darum investieren. Ich will einen Freund, ich will eine Partnerschaft, ich gründe vielleicht eine Familie. Ich möchte auch ein bisschen Abwechslung, mein anderes Grundbedürfnis, das jeder Mensch hat. Das heißt, ich möchte schauen, dass ich auf Reisen gehen kann, dass ich Partys feiere, dass ich vielleicht Kunst und Kultur kennenlerne, einfach ein bunteres Leben führe, und Aufmerksamkeit. Also da kommt die Phase, wo wir, also es ist tatsächlich meistens so bis 40 rum, ja, also von 21 bis 40, dass wir sagen, ich möchte auch einen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Ich möchte von Bedeutung sein. Ich möchte einen gewissen Rang irgendwo haben.
Ich möchte mich hocharbeiten, das kennt man unter Anführungsstrichen. Und dann kommt bei dem Großteil der Menschen, irgendwann, wenn sie das alles erreicht haben, quasi genug Sicherheit, genug Abwechslung, Liebe und Verbindung ist da, Aufmerksamkeit, also dieser Stellenwert ist da, fragen sie sich, was kann ich denn geben? Also welchen Sinn hat mein Leben? Ich möchte einen Beitrag leisten. Das ist ein ganz wichtiges Element. Und ich will wachsen. Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich möchte das, was ich habe, vielleicht noch expandieren, aber vielmehr das, was ich bin, möchte ich expandieren. Mhm. Und das ist das Spannende. Und deshalb fragen sich dann viele Menschen, die, also Erfolg ist ja für mich immer wirklich nur ein Mensch, ist für mich erfolgreich, der auch so eine Erfüllung hat, so eine Lebensfreude, so eine Begeisterung, Leidenschaft mit sich bringt, wo ich dem ins Gesicht schaue und ich sehe so ein Lächeln, das aus den Augen herauskommt, dass das die Funken überspringen, weißt du, der ein Meer an Flammen der Freude hinterlässt. Das bedeutet für mich Erfolg. Also nicht die Zahlen, die ja irgendwann mal geschrieben ist. Ist das dann Generation Payback? Generation Payback ist geil. Muss ich drüber nachdenken. Ich finde das irgendwie cool. Also cool, ja? Ich finde das irgendwie cool, dass du irgendwie an einen Punkt in deinem Leben kommst, ja. Also nicht Midlife Crisis oder so. Ja. Und auch vielleicht auch so mit dem Ziel, diesen Punkt möglichst schnell zu erreichen. Wo sich das umdreht, wo du sagst, okay, danke Schule, danke Universität, danke Mentoren, Ausbildung, whatever, Professoren, den Erfolg habe ich für mich erzeugt, also indem ich einfach gewachsen bin, ja, und dann komme ich an den Punkt, wo ich einfach sage, okay, und jetzt darf das Ganze auch wieder zurückfließen. Ja, weil du dir die Frage stellst, sehr, sehr cool, Schatz, Generation Payback, die Frage stellst, was kann ich wirklich investieren, also wie können meine Spuren von Bedeutung werden, und zwar nicht Ehrgeiz, Bedeutung oder Stolz oder Perfektionsbedeutung, sondern Tiefe, Bedeutung, wo du sagst, boah, ich möchte wirklich etwas hinterlassen, ja, etwas geben von mir, was unfassbar wertvoll ist. Und das finde ich ja so schön, dass diese Frage kommt. Und wenn du jetzt noch diesen Input gibst, wenn man so früh als möglich sich diese Frage stellt, wo wir ja auch unsere Kinder dahingehend inspirieren, dass sie sich die Frage stellen. Ich habe heute mit der Johanna lang drüber gesprochen, weil sie gesagt hat, warum muss ich jetzt diese doofen Englischvokabeln lernen? Und dann habe ich ihr erklärt, dass es auf der Welt der Großteil der Menschen dieses Privileg, Englischvokabeln lernen zu dürfen, überhaupt nicht hat. Dass es diese Chance gar nicht gibt für viele Menschen. Und was dahinter steckt, dass es nicht um diese Vokabel geht, sondern dass es um die Frage geht, wer willst du sein in 10 Jahren, in 20 Jahren? Welches Leben willst du führen? Also es war eine coole Antwort, sie hat einmal gesagt, naja, wenn ich irgendwann mal kein Geld mehr habe, dann gehe ich halt zur Bank. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, und dann, naja, auf der Bank gibt's unglaublich viel Geld. Ja. Und ich habe zu ihr gesagt, du hast virtuell, nee, es liegt ja dort nicht einmal ein Geld, das ist ja die Tragik dahinter, ne? Ist ja alles nur, stimmt ja gar nicht, ne? Ist ja ständig im Umlauf und in Bewegung. Und ihr das nochmal, diese Bedeutung zu erklären, war spannend heute. Ja, ja. Aber das oberste Prinzip ist, und wenn wir uns wirklich das verinnerlichen, und das ist echt herausfordernd, vor allem wenn es einem schlecht geht oder wenn es einem nicht so gut geht, weil dann geht der Fokus immer darauf, was kann ich bekommen, wo kann ich etwas nehmen, weil wir immer, und das steckt dahinter, diesen Mangel in uns tragen. Und das ist schließlich, also wenn wir ein Mangelgefühl haben, dann denken wir ständig, wo kann ich was nehmen, ich habe zu wenig, und das wird immer größer, das wird sich manifestieren. Und deshalb schließen sich dann auch die Türen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich spüre, dass ein Mensch sehr im Mangel ist, früher dachte ich muss irgendwie dem was geben, ganz viel, weil ich diesen Mangel, den der hat, irgendwie füllen möchte, ausgleichen möchte. Aber das ist ganz gefährlich, weil manchmal, wenn ein Mensch wirklich diesen tiefen Mangel in sich hat, dann kriegt ihn niemand mehr satt. Also das ist einfach bodenlos, also hauptsächlich bei narzisstisch strukturierten Menschen, oder? Und
Ich finde auch diese, vielleicht kann ich da mal kurz rein, grätschen, ich finde auch diese Überprüfbarkeit, die eigene Überprüfbarkeit, ne? Generation Payback, bist du da schon angekommen? Kannst ja selber fragen, inwieweit das, was in deinem Kopf los ist, ja, also was treibt dich morgens aus dem Bett? Womit beschäftigst du dich den ganzen Tag? Ist das immer noch das Basteln an deiner Karriere? Ist es immer noch das Nehmen oder ist es schon dieses Zurückgeben, dieser Return on Invest, wo du sagst, okay, ich durfte jetzt diese ganzen Dinge genießen, diese Ausbildung, diese Erfahrungen, dieses Wissen, dieses Netzwerk und kann jetzt was zurückgeben. Weißt du? Ich sag dir was, das spüren Menschen. Ich fühle das mittlerweile, habe ich solche Sensoren, dass ich das über die Digitalisierung hinaus fühle, ob jemand stark im Mangel ist und nur etwas nehmen möchte, also so ein Sauger, Staubsauger ist, weißt du, der nur aussaugt. So verbissen, weißt du, also wenn ich mir so verschiedene Geschäftsmodelle angucke, dann ist es oft so eine Verbissenheit. Also es geht gar nicht um das gemeinsame Wert generieren für andere, sondern es ist die Verbissenheit über Marketinghebel und Reichweiten versuchen, ein Business zu machen. Also das hat dann immer nur mit den Personen selbst zu tun. Ja, und dann wird man so schnell manipulativ auch. Aber wenn du, ich bin mir sicher, jeder von uns kennt Menschen, die einfach geben, ja, weil sie eine Gebernatur haben, weil sie das total gern machen und weil sie in sich ruhen und wissen, dass sie niemals, es ist einfach unmöglich, im Mangel leben zu können. Wenn ich in mir eine Gebernatur bin, weiß ich, dass ich einen vollen Topf habe, dass ich die Fülle habe, dass die Ressource endlos ist, nicht endlich, weißt du? Und das ist jetzt auch wieder so ein schönes Beispiel. Silke hat die Tür aufbekommen von uns quasi, weil sie in so einer Herzlichkeit sich bedankt hat, wertschätzend war und von sich aus den Mut gefasst hat und gesagt hat, hey, ich melde mich bei den beiden und ich schenke ihnen was. Und das finde ich fantastisch. Und ich glaube, man kommt mit den Menschen, mit denen man in Kontakt kommen möchte, am ehesten in Kontakt, wenn man die Frage stellt, was kann ich ihnen geben? Was brauchen sie? Und nicht, was kann ich von denen bekommen? Stark. Wenn das Menschen beherzigen, denke ich, wird vieles, die Frage nach, wie kann ich erfolgreich, glücklich und erfüllt sein, kannst du dadurch schon beantworten. Wer zu einem Menschen, der sich die Frage stellt, was kann ich anderen geben? Ja, was habe ich zu geben? Ja, ja, genau. Ja. Nice, ein sehr schöner Tag, muss ich sagen. Also ich finde es echt ein tolles Feedback. Und das macht auch, also jetzt mal um diesen Perspektivwechsel, ne? Also wir haben jetzt natürlich das Feedback gehört und bei uns auch so ein bisschen beschrieben, wie so unsere Emotion war. Also wir haben wirklich gestrahlt, weil das einfach auch so, das passiert ja auch nicht jeden Tag 20 Mal. Ja. Ja. Also es kommen ja Feedbacks unterschiedlichster Art, per E-Mail, Messenger und so weiter. Aber sowas ist natürlich dann, wenn sich wirklich einer Zeit nimmt und sagt, hey, ich war die ganze Zeit im Überlegen, jetzt habe ich mich getraut, irgendwie war die Initialzündung euer Welpe, ja. Und ich finde das wirklich wertvoll. Das ist einfach, das lässt so mein Herz einfach auch hüpfen, weil ich aus diesem Grund mache ich Podcasts. Weißt du? Also A finde ich zum Beispiel total wichtig, weil es mir selber auch hilft, was du zu sagen hast, um das hier in eine Mindshift nach draußen zu transportieren. Ja. Ich muss zum Beispiel ständig an unsere Hebamme denken, wo du gesagt hast, eigentlich müsste man doch irgendwie dieses wertvolle Wissen konservieren. Ja. Die muss eigentlich einen Podcast machen. Ja. Und ich rätsel die ganze Zeit, wo ich bei ihr das Mikrofon dran mache. Ja, also das sind, ich finde das so schade, wenn diese Menschen, ich meine, die ist jetzt auch ein bisschen älter, ja, die wird noch eine ganze Weile bei uns bleiben, aber wenn diese Menschen mal nicht mehr sind, was passiert mit diesen Erkenntnissen, mit diesem Wissen? Ja, jetzt wissen wir ja, dass Hebamme in Deutschland ja kein wirklich gewünschter Job ist, die Versicherung kann sich kaum einer leisten. Ja. Was passiert mit diesem Wissen? Ja. Und die ist so gebend, diese Frau. Ja, ja. Also
Unfassbar. Ja, also das. Weise. Ja. Mhm. Ja, aber es ist die Aufforderung auch zum Teilt euer Wissen, gebt es weiter. Fragt nicht, oh, bin ich noch schon so weit? Kann ich das überhaupt? Ich komme mit der Technik nicht klar oder was auch immer. Gebt es weiter, teilt euer Wissen, konserviert, in welcher Form auch immer, im Podcast, im Video, in der Sprachnachricht, in dem Songtext, in dem Buch, in dem Gemälde. Teilt euch mit. Ja. Das sind die wunderbaren. Und passt Spuren. Auf, was dann passiert. Ja. Ja. Magic. Ja, das ist wirklich Magic. Hey, was, seit wann fahren denn ja Autos durch den Wald? Da fährt er hoch. Kein Wildschwein, Auto. Okay. Ja, dann gehen wir heim. Gehen wir zu Milo. Der ist ja noch nicht mitgegangen, weil er ist ja so süß. Schatz, ich mag's nur erzählen, wie deine Nacht heute war. Ja, für alle, die noch dranbleiben wollen und noch Lust haben, die Nachtgeschichte zu hören. Es war total spannend. Also ich habe ja erstmal mit dem, so, ist ja klar, ne? Welpe heißt, du bist selber auf allen Vieren unterwegs. Und also habe ich mit dem noch so ein bisschen Welpenspiele gespielt. Und ich fand das so süß, wenn du den von hinten anschaust, sieht aus wie ein Eisbär mit seinem kleinen Schwänzchen und diesen Stampfern da hinten. Auf jeden Fall, also Eisbär auch, weil er so weiß ist. Dann ging natürlich die Nacht-Arie los. Unsere Strategie war, wir haben so eine Hundebox, damit er natürlich nicht nachts ins Haus macht, sondern dann von mir alle 2 Stunden nach draußen getragen wird, um sein Geschäft zu verrichten. War meine Idee, ich packe den in die Box. In der Box war eine Decke und mit dieser Decke haben wir seine Mama abgerieben, ja, sodass er die Mama irgendwann noch in der Nähe hat. Ja. So, und was ist passiert? Ich habe dann irgendwie geschafft, durch mehrmaliges rein, raus, dass er die Box angenommen hat und so auf Handzeichen in die Box gegangen ist. Womit er überhaupt nicht einverstanden war, ist, dass ich mich dann entfernt habe, um mich dann auf die Couch zu legen. Das waren 10 Zentimeter? Wird direkt daneben. Ja, das fand er nicht gut. Da ist er nämlich dann wieder raus aus seiner Box und das Spielchen haben wir so lange gespielt, bis ich dann gesagt habe, okay, habe ich verstanden. Ich muss vor der Box liegen. Also lag ich dann vor der Box an der Erde, bretthart. So, er war happy. Und diese Box, pass auf, diese Box hat so ein Gittertür. Und meine Idee war, ich mache Gittertür zu, leg mich dann auf das Sofa, ja. Nach 2 Stunden geht der Wecker, ich Gittertür auf, Hund raus, gleich raus, kein Malheur. Das war der Plan. Als wir dann dieses Rein-Raus-Spiel erledigt haben und das diese Runde an ihn ging, weil ich dann vor der Box lag mit meinem Kopfkissen, musste die Tür natürlich offen bleiben. Warum? Weil er dann anfing zu bellen. Also quieken oder sowas ähnliches wie bellen. So. Und dann beobachte ich ja tatsächlich, wie er an diesem Gitter knabbert. Also die Tür war offen, er in der Box, liegt auf seinem Decke und liegt so auf der Seite oder so halb auf dem Rücken und knabbert an diesem Gitter rum und beißt sich da fest und macht die Augen zu und pennt. Auf gut Deutsch, die Tür machst du nicht mehr zu. Du musst das, ja, Foto, ja, drunter hängen. Es war in so lustig. Er geschlafen, ich natürlich auf die Couch, ist ja klar. Und hab mir gedacht, die 2 Stunden, die müssen jetzt echt sein, egal was passiert. Und wenn er da reinpieselt, weil die Tür offen ist, egal. Aber es war so süß, der lag da echt und hat sich da festgebissen. Aber er ist voll stubenrein. Ja, oder? Ich würde jetzt nach einem Tag noch nicht sagen voll, der aber bisher hat er... Ja, ich hab was das geht denn noch weiter, die Geschichte? Also, okay. Nach 2 Stunden geht er weg, ja. Ich schnapp mir den Hund, flitz raus, läuft alles super, ne? Arschkalt, ich weiß nicht, kurz über 0, ja. Da musst du echt eine gewisse Motivation haben, im Mai, genau. So, dann wir wieder rein, dann begann dasselbe Spiel nochmal. Ich in meiner Naivität hab gedacht, du gehst jetzt in Box, ich auf Couch, alles cool. Sobald ich auf Couch, er raus aus der Box, stand, saß neben mir. Auch dieses Spiel haben wir dann mehrmals gemacht. Auch diese Runde ging an ihn. Ich lag wieder vor der Box mit meinem Kissen und habe gewartet, bis er eingeschlafen ist. Und ich habe dann quasi immer so mit einem Auge, ja, habe ich immer geguckt, ob die Augen von ihm zu waren. Die gingen dann auch zu, ich dann wieder aufs Sofa. Und das Spielchen haben wir so zweimal gemacht. Und das war meine Nacht.
Aber Milo. Er wollte Stöckchen spielen mit dir in der Nacht. Oh ja, sehr selbstbewusst. Der ganze, also den ganzen Tag hing der Schwanz irgendwie unten zwischen seinen Beinen. Deswegen dieser Eisbär-Look. Aber in der Nacht, sobald er einen Stock gesehen hat, war der Schwanz oben, der Kopf war oben und der Stock wurde stolz durch den Garten getragen. Ich mit Kopflampe hinterher und habe ihm erklärt, dass das jetzt völlig unangebracht ist um die Uhrzeit. Aber Schatz, der wird stubenrein bleiben. Übrigens bist du ein toller Hund, Papi. Richtig fein hat er das gemacht. Ich hab das schon verstanden. Ich übernehme auch diese Nacht. Ja, das passt schon. Ich habe ja gestern mit ihm, als er eingezogen ist, kurz die Hausregeln besprochen. Ne? Dann hab Milo. Du meinst, ich hätte mir das alles sparen können letzte Nacht? Ich hab gesagt, Schnucki, bei Mutti im Haus wird nicht reingepinkelt. Da gehst du immer schön fleißig nach draußen. Und das hat er gemacht. Da hält er sich dran. Aber diese Nacht schläfst du wahrscheinlich, magst du die Matratze holen vielleicht? Nein, zu bequem willst du ihn auch nicht haben. Die faltbare, Schatzi. Die blaue Kindermatratze. Aber gibt ein geiles Bild. Als ich heute den Podcast gemacht habe, lag er hinter mir irgendwie auf dem Teppich rum, streckte beide Beine hinten aus, verdrehte den Kopf noch irgendwie. Da war er aber total brav, ne? Ich musste ihm halt nur echt beibringen. Ich habe kurz mit ihm gesprochen. Ich wickelt Anna immer am Boden. Und weil ich das mit diesem Hochliegen nicht so gern mag. Und der Milo kam immer ständig zum Wickeln dazu, ne? Will jetzt nicht weiter ausführen, aber das hat er halt auch schon gelernt, dass er da nicht hin darf. Genau. Ach, ich sag's euch. Jeden Tag ein Stück. Ein Job. Wie sagt unser Freund Olli, liebe Grüße Olli, das letzte Kind hat Haare. In diesem Sinne, gute Nacht. Gute Nacht. Außer für dich, also, ne? Ja, ich mache jetzt noch weiter.